Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mario Kart 8 Deluxe. Heute geht's weiter mit dem Blood Cup hier in der Wario Arena. Irgendwie, um ehrlich zu sein, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass diese Strecke in Mario Kart DS drin war. Also jetzt gerade, wo ich wieder gelesen habe, DS, aber irgendwie, wenn ich an diese Strecke denke, dann denke ich immer so an Mario Kart 8 Deluxe. Also, oh, okay, vielleicht sollte ich das so gut fahren. Aber ja, auf jeden Fall, irgendwie ist die mir damals nicht so gut in Erinnerung geblieben wie jetzt so. Naja, heute sind wir hier mit dem Chai Game unterwegs. Natürlich im Blau, weil Blau ist natürlich die beste Farbe auf der Welt. Okay, kann jeder sagen, was er will, aber ich finde Blau wunderschön. Und hier mit diesem Rennbike. Boah, da fahre ich gerade. Ja, man muss sich dran gewöhnen, aber der driftet so stark nach innen. Also bei Mario Kart Wii, da liebe ich es tatsächlich hier mit so Inside-Driftern halt, so scharf driftenden Bikes zu fahren und so, weil tatsächlich bringen die auch einen großen Vorteil dort in den Spiel, aber hier in Mario Kart 8 Deluxe ist es nicht nötig, mit so einem Inside-Drifter zu fahren, ja, einen Vorteil zu haben, aber ich finde es trotzdem mal schön, mal so etwas Abwechslung hier zu haben. Ich meine, ist auch vielleicht etwas aufregender für euch, wenn ich dann mal etwas mehr Fehler mache. Und zum Glück hat die eine grüne Panzer da eben gereicht, um den roten Panzer abzuwehren. Ich meine, da gab es so viel Platz, wo der mich hätte treffen können, aber zum Glück nicht. Na komm. Oh. Eher ungewollt. Aber beim Runterspringen ist mir aufgefallen, das war tatsächlich ziemlich gut, dass ich da runtergesprungen bin, weil dadurch konnten wir den blauen Panzer ausweichen. Ja, auf jeden Fall, ja, haben wir wohl etwas Glück gehabt da. Gut. Ah, okay, der Iggy wurde vom roten Panzer getroffen, nicht wir. Jetzt ist aber unsere Banane weg. Jetzt sind wir wehrlos. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Warte, hier gleich neue Items. Bei einer Doppel-Item-Box sollte man eigentlich safe immer irgendein Verteidigungs-Item kriegen und ja, da haben wir es auch, eine Banane. Irgendwie ziemlich oft, doch. Diese Kurve! Ich weiß nicht warum, aber mit dem Bike komme ich nicht hier um die Kurve. Naja, was ich sagen wollte, irgendwie verwechsel ich ziemlich oft Bananen und Münzen miteinander, die hier auf der Strecke herumliegen. Also ganz oft so Bananen, die auf der Strecke drauf sind, so, da denke ich mir, das sind Münzen, aber dann fahre ich da rein und denke mir so, oh, doch keine Münze. Warte kurz. Mir ist ja gar nicht aufgefallen, wir sind Zweiter? Jetzt wäre ja gar nicht aufgefallen, dass wir irgendwann mal überholt wurden. Hä, ich dachte, wir waren die ganze Zeit jetzt Erster hier. Hä? Egal, hier sind noch ein paar andere blaue Shy-Guy-Kollegen hier im Sorbet-Land. Eine sehr schöne Strecke, meiner Meinung nach, von der GameCube. Tatsächlich auch die einzigen zwei Mario Kart-Titel, die ich nie gespielt habe. Okay, wenn man jetzt kurz nicht die Arcade-Titel mit hier einbezieht, sind tatsächlich hier Mario Kart Double Dash auf der GameCube und Mario Kart 64 auf der N64 natürlich. Aber irgendwann mal hatte ich vor, die mal aufzuspielen, weil ich meine, irgendwo muss er ja mal alle Mario Kart Titel gespielt haben, damit man wirklich beurteilen kann, welches gut ist und welches nicht so gut. Aber ja, bin ich bis jetzt noch gar nicht dazu gekommen, die mal zu spielen. So, jetzt sind wir immer noch Zweiter, das ist nicht gut, denn eigentlich wollte ich diese Runde mal auch wieder Erster werden. Außerdem wird das, was ich letzte Folge gesagt habe, von dem 3-Sterne-Gold-Pokal, das wird ja wohl jetzt leider nichts mehr draus in dieser Folge. Ja, erste Runde direkt schon Zweiter, ich weiß auch nicht, aber ich kann auch mal hier ins Wasser fahren. Mal gucken, wie es hier unten aussieht. Oh, das ist auch so knapp gerade mit dem grünen Panzer. Hast du ihn getroffen? Aber auch nur ganz knapp, ganz fast. Leider aber nicht. Leider ist er dem noch entkommen. Also ich hätte mich auf jeden Fall jetzt nicht beschwert, wenn wir den getroffen hätten.
aber ich liebe es so mit so einem Inside-Driftern. So, weil die können halt auch gleichzeitig fast geradeaus fahren. Anders als bei den Outside-Driftern, die immer so eine lange, naja, Kurve machen, so eine große, kann man mit dem, wenn man versucht nach außen so zu driften, fast geradeaus fahren. Das macht irgendwie voll viel Spaß so. Wenn man dann halt so von Kurve zu Kurve dann durchdriften kann. Jetzt hier an den Itemboxen vorbei. Naja. Gut. Da oben sind wir vor allem auch eben rausgekommen, glaube ich, letzte Runde gerade. Ja. Ja, was gibt's hier noch sozusagen? Gerade irgendwie etwas langweilig auf dem ersten Platz. Ah, ein blauer Panzer, natürlich. Gerade wenn es gemütlich wird, kommt natürlich der blaue Panzer. Ja. Oh. Das war aber ein feiner Nieser. Ist auch ein Super, aber er wird dem nicht viel bringen, wenn wir hier Erster sind. Oh nein. Okay, wir sind durch. Der rote Panzer hat mir noch Angst gemacht, wäre der etwas schneller hier gewesen, dann wäre es vielleicht nicht mehr sowas draus geworden hier aus dem ersten Platz. Aber alles kein Problem natürlich. Jetzt haben wir eine Strecke aus Mario Kart 7. Instrumentalpiste. Also, wenn ich mir so überlege, welche Strecken mir in Mario Kart 7 so in Erinnerung geblieben sind, dann ist es auf jeden Fall da die Regenbogenstrecke. Ich meine, man ist da auf einem Saturn-ähnlichen Planeten und alles auf so einem Mond. Das ist doch einfach cool, weil man, gibt mir auch vor allem so richtige Mario Galaxy Vibes, wenn ich so dran denke, halt so von Planet zu Planet dort zu fahren. Ja, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Strecke da. Auch wenn Mario Kart 7 ein sehr generisches Mario Kart sein mag, die Strecken dort sind wirklich zum Teil wirklich sehr gut. Vor allem auch gibt es ziemlich viel, was von der Wii wieder zurückkam, was mir persönlich sehr gefallen hat, weil, wie ihr schon wissen solltet, Mario Kart Wii, das Beste. So, nicht von denen hier getroffen werden, wenn die runterspringen, und eigentlich könnte man da auch einen Trick machen, wenn die wieder auf den Boden kommen und hier eine Abkürzung nehmen, aber alles nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte oder zeigen wollte. Naja, nächste Runde dann, und den wollte ich auch hinterlassen. Irgendwie heute kann ich gar nichts. Irgendwie läuft das heute nicht so gut. Naja, solange wir Erster werden. Halt Leute, wirklich gar nicht. Ich bin so außer Form, Hilfe. Naja, so sieht es zumindest aus, wenn ich hier noch nicht aufgewärmt bin. So, jetzt kann man es jetzt nochmal versuchen hier. Hier war der Trick. So sieht es aus. Ach komm. Na, da kann man eigentlich auch von der Trommel dann auch so noch einen Trick machen, aber es hat auch nicht ganz geklappt. Aber perfekt, dass er da reingefahren ist. Ja, Computer sind jetzt auch nicht so helle. Deshalb dachte ich mir schon, dass er da reinfahren wird. Und schon wieder ein blauer Panzer. Hat der Cooper gerade den blauen Panzer für uns zerstört? Okay, danke schön auf jeden Fall, aber jetzt müssen wir gucken hier, erster Platz, das wird knapp, gerade sind wir Dritter. Cooper hat uns nochmal überholt. Ah, wir haben leider keine Items, die uns helfen werden, nach vorne zu kommen. Da das Spiel uns nicht mag, aber es ist noch nicht vorbei. Dort hinten kommt erst die letzte Kurve. Noch können wir aufholen. 1, 2, 3, dicht beieinander. Spring hoch! Okay, so wird's nichts raus. Es sei denn, es funktioniert mit der Abkürzung. Oh nein, ich bin im Rasen gefahren, aber... Oh, doch noch Erster geworden. Oh, was war das gerade hier noch am Ende? Oh, ich hoffe, das letzte Rennen wird jetzt nicht so stressig wie dieses hier. Eigentlich dachte ich immer, Mario Kart so als Let's Play wird ganz entspannt sein. Ein paar Runden Mario Kart fahren jeden Tag so ein bisschen. Okay, jetzt nicht jeden Tag, aber halt
Ihr wisst schon, zweimal pro Woche. Okay, nicht mehr zweimal. Ach, ich bin jetzt gerade komplett durcheinander wegen letzter Runde. Auf jeden Fall, Mario Kart dachte ich, würde entspannt sein, aber ja, ja. Gut, Yoshi-Teil. Eine sehr besondere Strecke, denn da gibt es keine definierte Route, die man fahren sollte. Deshalb fahre ich jetzt mal ein paar verschiedene Routen, damit man hier auch etwas mehr von der Strecke dann sieht, als wenn ich jetzt die ganze Zeit nur direkt die perfekte Route fahre. Das werde ich dann in der letzten Runde zeigen, was die perfekte Route ist und die kürzeste, wo man dann halt natürlich am schnellsten nach vorne kommt. Und wenn man online fährt, dann merkt man auch, dass ziemlich viele diese Route fahren, weil ich meine, online, das sind ja all die Leute, die sich natürlich auch mit dem Spiel auskennen. Was war das gerade? Etwas knapp mit dem grünen Panzer gewesen. Hier muss ich sagen, ist etwas blöd hier mit den Inside-Driftern, den Bike. Aber ja, wir haben den jetzt und deshalb müssen wir da jetzt durch. Und so, Runde 2. Ich würde sagen, wir biegen mal hier nach rechts ab. Fahren hier rechts weiter und dann nach links wäre da zu diesem Tunnel wieder gegangen, wo wir schon eben waren. Und hier ist eine Kanone. Ist auch ganz cool, aber man merkt schon, wir verlieren Plätze. Kurz gesagt, das scheint wohl der längste Weg zu sein hier auf dieser Strecke. Den würde ich niemals noch einmal fahren wollen. Dann wollte ich jetzt euch nur kurz zeigen, hier die Kanone. Ich meine, ist schon cool, so eine Kanone. Die wollte ich euch jetzt nicht entgehen lassen. Aber wird uns jetzt nicht viel weiterbringen, wenn wir Erster werden wollen. Und deshalb zeige ich euch jetzt dann die perfekte Route auf dieser Strecke. Okay, ich höre ja ein grüner Panzer, aber der ist wieder zurück. Und ist zum Glück bei der Kurve nicht in unsere Richtung abgeprallt. Man fährt hier und dann hier über die Brücke, nicht rechts über die Kurve. Okay, jetzt habe ich jetzt etwas mit dem Drift verkackt, aber das ist jetzt hier wegen dem Bike gewesen. Wie gesagt, ist Inside-Drift und da muss man sich dran gewöhnen. Fahren und jetzt hier nur noch geradeaus und das, man merkt schon, hier an diesen ganzen Orten sind wir in den letzten Runden erst viel später gekommen. Das ist auf jeden Fall hier der kürzeste Weg hier auf dieser Strecke und den Weg, den man eigentlich jede Runde nehmen sollte, wenn man halt wirklich sicher gehen will, dass man auch Erster wird. So, nun gut, jetzt aber, da wir nicht nur diese Route gefahren sind, muss ich erstmal darauf achten, dass wir auch Erster bleiben und dieses Riesenei hat uns gerade voll im Weg blockiert. Aber hier vorne ist ein Pilz, den können wir nehmen. Und hier über den Rasen, oh nein, da kam jetzt ein Pilz, aber wir haben so einen Vorsprung, da können wir ganz gemütlich hier in den Ziel fahren, Leute. Na, schade, eigentlich wollte ich noch was ausprobieren, aber egal, Erster ist Erster. Wir haben es geschafft. So, das war jetzt hier der Blood Cup. Hier sind nochmal die Highlights wie nach jedem Cup. Auf jeden Fall ein super Cup mit tollen Strecken. Also hat mir wirklich viel Spaß gemacht. War auch etwas anstrengender heute mal wegen dem Bike, aber es ist jetzt mal nur eine Ausnahmesituation gewesen. Das nächste Mal würde ich mir, glaube ich, etwas, Besseres für mich raussuchen, damit wir auch endlich mal wirklich die 3-Sterne-Goldpokal kriegen. Aber naja, ansonsten würde ich sagen, seid gerne auch wieder beim nächsten Mal dabei. Hier bei Mario Kart 8 Deluxe. Hier sieht ihr nochmal den Pokal. Das finde ich cool. Vorne sieht man diesen Tanuki-Blatt und hinten Tanuki Mario. Und bis dahin, ciao!